Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge, beziehungsweise gerade mal der zweiten Folge von. Hey, wo hab ich denn? Hab ich doch gar nicht aufgehört in der letzten. Egal. Die zweite Folge fängt schon so geil an, wie die letzte aufgehört hat. Alles klar. Ja, ich hatte eben das. Um ehrlich zu sein, hatte ich das hier gerade schon mal. Dann habe ich gesehen, Mist, ich habe keinen Ton, ich habe keinen Spielsound. Wo ist der? Spiel wieder ausgemacht, Spiel neu angemacht. Jetzt ist der Ton da. Was da auch jetzt auch immer los war, ich habe keine Ahnung. So. Einmal kurz reinfinden, das war laut. Nimm, was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Das dauert. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Also gut. Ja, geh weg da. Ja, weiß ich. So. Das für euch vorlesen sollen? Nein, wahrscheinlich nicht. Die Leute, die hier zugucken, kennen Skyrim. Also. Ich gehe eigentlich davon aus, dass 90% aller Leute Skyrim kennen. Da brauche ich sowas nicht mehr vorlesen. Was wollte er jetzt? Ein Eisendolch, richtig? Gar nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe, aber solide. Macht nur weiter so. Ja, was denn? Ich dachte, ich soll dir den jetzt erst bringen. Braucht ihr eine neue Klinge? Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ach kommt, ich lese euch das jetzt einfach vor. Benutzt den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. So, Eisendolch. Will ich verbessern. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Wallen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Stelle etwas Leder her. Gerbgestelle. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Oh. Jetzt habe ich direkt Lederstreifen. Nehmt euch, was auch immer ihr benötigt. Gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Pelzhelm. Wenn ihr verbessern wie die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Werkbänke. Benutzt Werkbänke, um Rüstung zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. So, den Pelzhelm sollen wir verbessern. Ja, herstellen. Ihr braucht etwas? Da bin ich so weit gerannt. Ihr habt Talent. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht braucht ihr eine neue Klinge? Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Handel. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs, also den hier, gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. So. Habe ich mich Halfdan genannt? Ich erinnere mich schon nicht mehr. Entschuldigung. Kaufen. Oh, der hat genug. Wir sind euch fein weg. Eisenkriegs. Weg. Bild, ein Pferd. Eisenstrahl.
Also ich verkaufe jetzt erstmal alles, was wir nicht gebrauchen können. Hälse, nicht besser als unsere. Oh. Ich würde gern meinen Stahlwaren zurückkaufen, aber das ist mir zu teuer. Ne. Auf Wiedersehen. So, Objekt. Waffen. Und dann will ich den Eisenkrieg mal als Favorit auswählen. Bei Kugelmesser. Genau. Meine Spielweise ist meistens so, dass ich mit einem Eisenkriegshammer beziehungsweise irgendwann mal mit diesem Dätrischen, ich glaube der Dätrische Hammer ist es, irgendwann mir den besorge und auch anfertige. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Nö, ich verstehe das schon. Mit seiner Frau hier so zu quatschen ist schon... Wenn ihr mit gezogener Waffe in den falschen Laden tretet, könntet ihr ihn vielleicht nicht mehr lebend verlassen. Wenn ihr diese Waffe da nicht verkaufen wollt, steckt sie doch lieber weg. Alter, drohst du mir? Lustwald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ja, mach einen Kopf zu. Mach einen Kopf zu. Danke. Also ich spiele meistens mit einem Hammer und mit einem Bogen. Das ist so. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Das ist dein Bruder. Mann, das ist ja... Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wiedersehen. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem gemischt. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Entschuldigung, ich konnte mir das jetzt nicht verknallen. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht... Gut, das machen wir natürlich. Was ich sagen wollte. Ich spiele meist mit dem Hammer... Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Kannst du jetzt bitte da wieder reingehen und ruhig sein? Ich versuche hier mit den Zuschauern zu reden. Danke. Sei ruhig. Kein Wort. Bist du still? Ich still. So. Wenn ihr wollt, dass ich etwas anderes spiele, Magier, keine Ahnung, irgendeine andere Kombi mal ausprobieren, dann könnt ihr das gern als Kommentar drunter schreiben. Ich werde wahrscheinlich in den ersten 6, 7, 8 Folgen nicht wirklich drauf eingehen. Aber diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ruhig. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ja. Wie gesagt, die ersten 6, 7 Folgen werde ich wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Vielleicht auch die an sich nicht, keine Ahnung. Mit der Zeit aber, beziehungsweise Skyrim ist ja ein... Als Let's Play ein sehr massives, sehr großes Spiel, was bestimmt über 100 Folgen bringt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Huch, das wollte ich nicht. Mal rüste ich mal aus. Ja, was hoffentlich über 100 Folgen bringt und was ihr euch auch gerne anschaut. Ich auf jeden Fall liebe dieses Spiel ab.
kritisch. Also, Elder Scrolls Spiele finde ich extremst gut. Ich freue mich auch schon extremst, wahrlich extremst auf Elder Scrolls 6. Sind hier nicht normalerweise immer zwei? Häuschen ist... Pilze! Kann ich rauchen? War ein Witz. Was habe ich jetzt? Was seht ihr das? Nein, ihr seht das nicht im Video. Schön, dann kann ich das auch anlassen. Ich weiß zwar nicht, wie ich es angemacht habe. Nein. 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 Auch nicht. Hallo, wie habe ich... Ich lasse das jetzt einfach und finde dann später raus. Tut mir leid, dass jetzt 3 Minuten dafür vergangen sind, dass ich das jetzt rausfinden musste. Manchmal bin ich ein bisschen hoch, was... So, Langbogen. Welchen? Welche Steuerung. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich Skyrim tatsächlich das letzte Mal gespielt habe. Mal gucken. Da steht doch einer am Baum. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Da habe ich sogar getroffen. Dich anders, aber okay. Komm, zeig dich. Zeig dich. Hey. Du kannst durch Steine schießen. Gold. Gold. GZ zahle ich schon länger. So, da brauchst du... Ne, mach dir mal keine Sorgen da drum. Und Jagd, Altowein. Das sind Weile. Komm, nehmen wir auch mit. Kann ich verkaufen. Ich habe im Übrigen auf Twitter eine kleine Umfrage gestartet. Aber schon, wenn ihr das hier seht, das ist wahrscheinlich schon länger her. Ja, es ist definitiv länger her, weil ich nehme die Folge am selben Tag auch, wie ich die Umfrage gestellt habe. Ihr dürft euch aber gern in den Kommentaren... Ihr hättet nie herkommen sollen. Ist das alles, was ihr könnt? Ja. Reicht doch. Siehst du? Ihr könnt euch aber gern in den Videokommentaren dazu äußern, wie ihr das seht. Was soll's mal? Oh, los. Und zwar habe ich gefragt, wie das aussieht mit mit der Traglast. Ob das in Ordnung ist, wenn man da den Konsolenbefehl benutzt, um das zu erhöhen, oder ob ihr ganz klar sagt, nein. Wenn ihr natürlich sagt, nein, dann lasse ich das so, dann sehe ich zu, dass ich das zwischen den Folgen immer aussortiere, nicht während den Folgen. Da werde ich auch mal in einer Folge die Klamotten verkaufen. Aber das meiste werde ich versuchen, außerhalb der Folgen zu machen. Ah, ja, alles klar. Mal den aus den Favoriten, der geht rein. Können wir den auch gleich in die Hand nehmen. Der ist sowieso besser als den, der ich habe.
Was hier mit einmal so hell. Seltsam. Besser als meine. Schön. Kleidung. Aber wie gesagt, je nachdem wie ihr das seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ob ihr einfach... Ihr könnt auch einfach nur schreiben, Traglast ja oder Traglast nein. Schreibt ihr ja, dann weiß ich, okay, ich darf sie verändern über den Konsolenbefehl, damit wir nicht in jedem Scheiß hin und her reisen müssen. Wenn ihr aber ganz klar sagt, nein, also Traglast nein, dann in die Kommentare schreibt, dann lasse ich das. Dann werden die Folgen ein bisschen länger, wir müssen vielleicht öfter mal hin und her reisen. Aber ich denke, auch das sollten wir hinkriegen. Da kommt wer? Da kommt Besuch. Da kommt noch mehr Besuch. Hallo, du stehst direkt vor mir und schlägst nicht zu. Wo bist du denn? Ja, und ich treffe nicht, oder was? Geht doch. So, Beihänder. Mein Eisenpfeil nehme ich auch wieder mit. Etus Knelder, komm mal ran hier. Oh, das war ja ein toller Schuss. Eisenpfeil. Eisenbogen, Eisendolchen mit, kann ich verkaufen. Ach, du bist ein Kerl. Entschuldigung. Von Weitem hätte ich gedacht, du bist eine Frau. Ich sollte vielleicht auch auf der Nähe auch mit Pfeil und Bogen zu kämpfen. Aber manchmal bin ich einfach so doof. Tut mir echt leid. Ich erinnere mich noch das erste Mal, als ich Skyrim damals gespielt habe. Da bin ich hierher gekommen und ohne Questmarker, ohne alles. Ich komme hier hoch und wusste auch nicht, dass die roten Punkte oben auf dem Kompass meine Feinde sind. Ja, und dann haben die mich natürlich angegriffen. Denkt mir... Ich die jetzt nicht und das war ja mein erstes Mal Skyrim war schon ich muss auch zugeben, es war meine erste Erfahrung mit der Elder Scrolls Spielen, aber ich liebe die Spiele mittlerweile einfach. Gerade Skyrim hat es mir extremst ja, Fallout kannte ich zu dem Zeitpunkt schon. Ja, den hab. Da fällt mir ein. Ich habe eine Stufe. Sehr schön. Ah, ich wollte das vorlesen. Es tut mir leid. Gesundheit, Magika oder Ausdauer? Steck's erstmal in die Gesundheit. Endpunkt. Frage, mache ich das jetzt schon oder mache ich das erst, wenn ihr mir gesagt habt, was wir spielen sollen? Ich weiß es noch nicht. Geplant ist, dass Skyrim jeden Mittwoch eine Folge kommt. Für jeden Tag oder jeden zweiten Tag ist Skyrim mir einfach groß. Es wäre zwar irgendwo nice, wenn das möglich wäre, aber ich habe noch ein Privatleben. Nein, hier ist keiner. Geh weg. Das war gar nichts. Ich habe dir ja auch nur in den Kopf geschossen.
kannst du jetzt mal umkippen? Ui, oh. Hab doch nur den BH getroffen. Wie kann das denn so wehtun, dass du einfach um... Mann, Mann, Mann. Oh, Eisenpfeil nehme ich wieder mit. Also ich versuche mich jetzt schon ein bisschen zurückzuhalten. Normalerweise würde ich jetzt alles looten. Ich versuche mich zurückzuhalten. Und einen Eisenplattenhelm. Na gut. Hier nur rechts sein. Bekleidung. Wer denn? Ist er. Nicht Gold. Gold, Eisenpfeile. Ich habe auch immer, bin ich ehrlich, so ein absolutes Talent. Ich gehe auf so eine Urne zu, lese noch leer, mach sie trotzdem auf. Ich gucke rein, weil ich glaube dem leer nicht. Ich weiß nicht warum, das ist... Oh Gott. Bin einfach ich. Warum braucht eigentlich ein Skiver Gold? Für. Hat der Kinder, die er ernähren muss oder was? Müssen Ratten jetzt auch schon arbeiten gehen? Ento. Ich glaube, das brauche ich nicht mal. Ento ist, glaube ich, einfach nur Müll. Kann das? Warten. Ja, Leintuch ist einfach nur. Wobei, vielleicht später für den Hausbau. Ich erinnere mich schon. Für dieses Let's Play habe ich extra länger kein Skyrim mehr gespielt. Einfach nur, damit ich da so ein bisschen... Ja, so ganz leicht blind reingehe, sage ich mal. Denn... Ist das aber eine Überraschung? Oh. Also ganz, ganz blind kann ich hier sowieso nicht mehr reingehen. Dazu kenne ich das Spiel einfach schon. Ich hab's zu oft gespielt. Jetzt kipp um. Danke. Ich... Witzig. Ach komm, ich nehm's. Ich bin gleich heillos überladen, aber das... Ach, das war das, ne? Lange Schlange... Flugzeug. Ey, ich weiß, dass das ein... Delfin oder Wal... Ein Wal. Und ihr müsst jetzt nicht oder so schreiben, das ist doch ein Wal. Ich weiß das sehr wohl. Wenn euch das beruhigt, könnt ihr das trotzdem schreiben. Ich glaube, ich fände das sogar irgendwie lustig. So, komm her, du olle Ratte. Das kommt schon. Also normalerweise würden von da jetzt zwei Ratten rum. Sag ich doch.
Eine fehlt doch noch. Oh, krass. Lesen. Genau, ihr könnt in den Kommentaren ja mal schreiben, ob ich diese Bücher vorlesen soll. Gut. Gut. Wie wäre es damit? Wenn ihr damit einverstanden seid und ihr sagt, ich soll die vorlesen, machen wir das nicht im Let's Play, sondern wir machen dafür extra, oder ich mache dafür extra Buchlesefolgen. Wenn ihr damit einverstanden seid, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Denn das im Let's Play zu lesen, das könnte lange dauern. Also lesen wir es doch außerhalb davon. Haben wir noch ein paar Zusatz... Hä? Oh. Haben wir noch ein paar Zusatzfolgen, die vielleicht den einen oder anderen interessieren können. Und die Leute, die es nicht interessiert, die brauchen sie ja nicht zu gucken. Rolle des Feuerballs. Ja, ich glaube, das mache ich. Also wenn ihr tatsächlich sagt, ihr möchtet das, dann mache ich es auf jeden Fall. Kommt wenn da jemand? Seid ihr das? Hagnir? Björn? Solin? Also, wenn ihr aber ganz ich klar weiß, sagt, nein, das braucht man nicht, wir nicht. Oh, ich hasse Spinnen. Ja, bin ich bei. Sei mal ruhig da hinten. Du störst. Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Halte das Hunde fest! Also das mache ich jetzt zwar auch Hause auch immer. Ich rüste mich mit dem Hammer aus und klopfe dann die Spinnen klein. Das hat jetzt keiner von euch geglaubt. Bitte sagt mir, dass das keiner von euch geglaubt hat. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Bitte. Hey. Boah. Boah. Da juckt es mich gleich. Allein schon bei der Vorstellung, Spinnenei in der Hosentasche. Mit einmal schlüpft. Helft mir! Hilfe! Oh. Ihr, hier drüben. Oh. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Was meint er mit was anderem? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Das ist auch so, ja, was hole ich ihn da jetzt nur runter oder erschlage ich ihn? Das ist, Oh. Hä? Okay. Achso. Ah, liegt da. So, da dieses Tagebuch wichtig ist, werde ich das jetzt vorlesen. Meine Finger zittern. Halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan, Lucan Valerius, hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturzhügelgrab. Jetzt muss ich nur noch
zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die in der Hand. Balsamierungswerkzeug. Oder möchte einer von euch einbalsamiert werden? Nehme ich mit. Seelenstein. Und Boah, ich konnte mich mal beherrschen, keine leere Urne aufzumachen. Ja, hier stimmt was nicht. Lieber? Nein. Eigentlich glaube ich, dass wir bei einer Zeit angekommen sind, um die Folge hier zu beenden. Aber komm, ich mache aus den diese Folge ein bisschen länger. Dann gehen wir noch durchs Wir beenden noch das Ödsturzhügel. Mann, warum ist denn der Name so schwer auszusprechen? Hallo, bleibst du wohl liegen? Keiner hat dir gesagt, dass du aufstehen darfst. Komm, Kollege, leg dich wieder hin. Oh. Liebe ja diese Finishing Moves, ne? Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Ich glaube, damit haben wir... Gut, also muss ich jetzt erstmal... Ich nehme mich mit. Dann... Den rüsten aus und... Machen. Ja, ein wenig mehr. Mein allererstes Mal bin ich da voll reingerannt. Jedes Mal, wenn ich einen Begleiter dabei habe, rennen die da rein, während ich gerade hier rüber renne. Obwohl ich extra an der Seite vorbeigehe und so. Kennt ihr das? Wenn eure Begleiter so dumm sind und da reinrennen, jedes Mal. Ich möchte jetzt eigentlich nicht jeden Traum durchsuchen. Nicht ganz ehrlich, das. Oh, die steht natürlich gleich auf. Hey, sorry, aber du bist nicht mein Typ. Nee, du auch nicht. Das ist gemein. Eigentlich müsste ich die ja alle durchsuchen, weil die haben bestimmt alle Gold dabei. Oh, die nehme ich mit. Die werden auch sofort ausgerüstet. Pelzarmschiene. Waffenlose Treffer verursachen 10 zusätzlichen Schaden. Ich verstehe nicht, warum mir der Eisenhelm immer noch als besser angezeigt wird.
So. Nordbogen ausrüsten. Jagdbogen abwählen. Genau. Den passenden Moment abwarten. Und los. Hat nichts gebracht, wurde trotzdem gut. So wie immer. Okay, wir schleichen. Doch, wir schleichen. Schätzelein, melde dich doch mal. Huch. Oh, ich habe vergessen, dass da noch einer steht. Wenn ich das gewusst hätte, ich sie gleich alle damit erwischen können. Warte, warte, warte. Ich will mitprügeln. Ja, bitteschön. Ja, zu viel oder was? Kleidung. Komm, den Eisenschild legen wir ab. Hellpanzer. Helmhelm. Helmstiefel. Ich sehe gerade, das Leistungsoverlay von Nvidia kriegt mit Alt-R weg. Geh da wieder rein. Oder leg dich hin. Zwei Hände will ich. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Oh, ein Trollschädel. Würde ich gerne mitnehmen, mache ich aber nicht. Sonst sind wir gleich wieder überladen. Wäre ja ziemlich dämlich. Hm. Also ich habe zwar gerade gesagt, wir machen Ödsturzhügelgrab noch zu Ende, aber wenn ich das gerade so sehe, wie wir zeitlich wird es wohl eher darauf hinauslaufen, dass ich nach 45 Minuten sage, okay, ich ziehe hier mal den Stecker. So sieht das nämlich gerade eher aus. Ich unterschätze immer wieder, wie groß eigentlich diese Ödsturzhügelkraft. Hallo? Es wird nicht zurückgeschlagen. Weil ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Wir gucken, wie weit wir kommen, wenn die ersten beiden Folgen ein bisschen länger sind. Ich glaube, dann macht das nicht. Aber alle anderen Folgen, 30 bis maximal 45 Minuten, wäre zumindest das, was ich hier erhoffe, beziehungsweise wünsche, einhalten zu können. So, stimmt, ich kann springen. Ob ich das immer so hinkriege, ist natürlich... Eine weitere Sache ist natürlich noch,
weiß sie ja, oder ach man, deutsche Sprache, ne? Ich bin ihrer nicht mächtig, weder der Rechtschreibung noch der Sprache selbst. Also, alle, die dieses Let's Play gucken, zu dem Zeitpunkt, als ich es aufnehme, ist das Setup, auf dem ich spiele, nicht unbedingt das Beste. Streame nebenbei auch immer mal wieder. Auch dafür ist das Setup nicht unbedingt gut. Meine Streams sind nicht immer in der tolle Grafik. Die laggen meist und ja, weiß tatsächlich, woran es liegt. Ein bisschen die CPU müsste ich noch ein bisschen aufwerten. Halt. Dazu müsste ich aber Mainboard mit austauschen. Das ist Pfeile? Ja, egal. Da muss ich ganz klar sagen, das ist Moment noch zu teuer. Kommt irgendwann. Wird aber ein bisschen dauern. Bis dahin hoffe ich, dass ihr mit dem Sound und auch mit vielleicht nicht unbedingt der besten Grafik auskommt. Schauen wir mal, wie weit es gerade hier. Ja, okay, das ist noch ein ganz. Dann, ja, das ist. Eigentlich ist es nicht mehr ganz so viel. Ich sage trotzdem. Ach man, was mache ich denn jetzt? Beende ich die Folge oder mache ich weiter? Ach komm, ich ziehe das jetzt durch. Ödsturz-Hügelgrab ziehen wir jetzt durch. Dafür gibt's heute. Ja. Überlänge, das ist heute in Ordnung. Aber wie gesagt, jede weitere Folge soll im besten Fall nur noch 30 bis maximal 45 Minuten. Nein, 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 nein. Ja, weiß ich. Oh nein, Mist. Ich bin genau rückwärts in die Dinger gelaufen. Ah, so ein Mist, da habe ich nicht aufgepasst. Tempel? Genau, hier müssen wir weiter. Oh Gott. Hey, unser erster Tor. Oh, eine neue Stufe. Ausdauer. Gesundheit. Lalalala. Kollege, kannst du bitte liegen bleiben? Bist aufgestanden, hast keine Muskeln mehr, bist nur noch Haut und Knochen und bist umgekippt. War auch doof. Oh Mist. Das war zu spät. Schade. Burn, burn. Er lebt noch. Habt ihr noch irgendwas? Also ich weiß, es haben ja einige tatsächlich eine Wissenschaft draus gemacht. Das heißt eine Wissenschaft. Da haben sich so sehr bemüht, doof lernen,
also die Drachensprache. Und sollte einer von euch dabei sein, der das kann und der mir vielleicht sagen kann, was so manch einer dieser Drauger hier sagt, ist schon richtig nice. Also ich glaube, sie machen einfach nur doofe Geräusche, aber bei manchen klingt es wie, ob sie sprechen würden. Wir sind nach 46 Minuten endlich mal hier angekommen. So, wir erinnern uns an das Tagebuch. Schlüssel. Nein, sonstiges. Goldene Klaue. Und wir sehen hier Symbol. Bär. Das sieht aus wie Otto oder Schmetterling und Eule, so wie das da. So. Bär, Motte, sagen wir Motte dazu. Und Eule. Das müsste genau so passen. Ja, sie geht auf. Wunderbar. Was? Und eine Flattermaus. Räderlapp. Ja, Lederlappen. Ich glaube, Finnland. Ja, ich glaube, Finnland war das, wo Batman Lederlappen heißt. Wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen, aber ich finde das einfach zu geil, dieses Wort. Und ich liebe Fledermäuse. Ich finde Fledermäuse echt cool. Und niedlich. Oh, down. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben doch Kräfte. Nee, das bin ich ja doof. Ah, Gott sei Dank. Oh, ich bin nicht überladen. Sehr schön. Aber wenn ich jetzt hier alles mitnehme, dann bin ich definitiv. Ich wollte dich ab. Entschuldigung. Ach, da sind jetzt Nieten auf den Pelzarmschienen. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Die habe ich noch nicht gelootet. Der dicke alte Mann hier einfach, da ist nichts mehr. Da. So, jetzt ist hier nichts mehr. Ich kotze noch mal ins Eck. Ernsthaft jetzt schon? Ich frag gar nicht erst. Ich nehme sie mit, ich rüste sie aus und freue mich darüber. Aber eigentlich ist das doch ein bisschen früh. Oder sehe ich das falsch? Weg. Weg.
Waffen, zwei Händer, Stahlstreitkolben. Ja. So. Bin ja auch nicht mehr überladen. So, mal ganz im Ernst, diese geheimen Gänge und Geheimtüren, die gibt es ja nicht nur in diesem Spiel, die gibt es ja tatsächlich. Jetzt nicht so, aber halt in Pyramiden und sowas und auch in manch Burgen sind es ja mega genial. Überladen. Dass die Leute damals schon so ein Techno-Know-how quasi hatten, sowas zu bauen. Sagen wir mal ganz ehrlich. Dann hier mal kurz durchprobieren. So, und schon bin ich nicht mehr überladen. Bin immer noch überladen. Sonstiges. Nein. Die Laterne kann hier. Reicht sogar. Damit sind wir jetzt wieder zurück auf der Oberfläche. Raus aus dem Hütstuhlgrab. Schweres Wort. Ich bewundere hier jetzt noch ein bisschen die Umgebung. Schön das Ganze hier eigentlich ist. Sternenhimmel, es baut langsam der Tag. Es dämmert der Tag. Keine Ahnung. Also es scheint langsam wieder Tag oder hell zu werden. So sieht es zumindest aus. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, Konsolenbefehl für die Traglast. Ja, darf ich machen. Nein, darf ich nicht machen. Bitte einmal in die Kommentare. Und was ihr von den extra Lesungsfolgen haltet für die Bücher. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.